Moin, hallo und willkommen zurück zu Tinkum. Es regnet natürlich wieder. Wie immer. Achso, ich habe immer noch nicht einsortiert. Warte mal. Wir haben ein bisschen Platz. Können wir nicht ein bisschen was sortieren hier? Wir bräuchten aber mehr Möglichkeiten, ne? Wir haben so viel Möbel liegen eigentlich. Stimmt, wir wollten ja mal ein bisschen was einrichten. Vielleicht können wir das mal machen. Was haben wir denn hier? Darkwood. Stylish. Ich versuche mal gerade ein bisschen was zusammen zu suchen. Das ist dainty. Was habe ich denn hier drin? Rattan. Was ist das hier? Minimalist. Rattan Nordic. White Bed Nordic. Kommen wir, nehmen mal Nordic mit. Nordic. Das weiße Bett. Ich habe ja nichts anderes im Augenblick. Dann müssen wir das nehmen. Oder das ist ein nordisches Bett. Was ist denn das? Nee, Wooden Double Bed. Okay. Stehst da, ist wieder hin. Okay, das ist alles Nordic. Ich versuche mal gerade Nordic zusammenzuschustern. Green Bookshelf, White Chair. Warm Nordic Chair. Green Brick, Bright Tiles. Nordic Floor. Ich versuche mal gerade so Nordic-Dingen zu basteln hier. Dainty. Rattan. Das war Anniversary, Green Share. Hier noch mehr. Lavalampe, Minimalist, Rattan. Nordic Floor. Wir müssen gucken, was wir da noch für ein Dings machen können. Für eine Wand. Hey, Owen. Ich guck mal gerade hier rein. Da ist nichts drin. Heute ist Samstag, ne? Okay. Dainty Chair. Rattan Floor Cube. Nordic Bedside Table, haben wir schon mal zwei, okay. Auch nicht schlecht. Gumwood Bench, Bunkbed, Nordic Chair. Warm Nordic Chair, nehmen wir beide mit. Ich bräuchte jetzt noch ein Nordic Table. Haben wir da nicht. Haben wir denn eine Hütte im Norden? Die da, aber das ist mehr Urlaub. Ich würde die dann da hinbauen. Oder? Oder nicht? Tele Tower. Norden wäre ja eigentlich da. Ich bin gerade überlegen. Wir kommen da nicht hin, ne? Wir müssen einen Umzug bauen. Da kommen wir noch hingefahren. Aber da nicht. Das heißt, wir müssen da auf jeden Fall das Teleport-Pad hinbauen. Das heißt, ich muss mal gerade zu Franklin. Damit wir da einfach hinporten können. Das ist einfacher. Wir können ja hier in der Stadt den Teleporter nutzen. Da muss ich den Teleporter leider wieder wegnehmen von meiner Haustür. Was ein bisschen schade ist eigentlich. Ich mag den. Hey Fletch. Hallo Ryo, was kann ich für dich tun? Lass uns über die Stadt reden. Ich möchte ein Building moven. Und zwar möchte ich gerne Visitor Site, Museum, Bandstand. Telepad. So you're going to recall Telepad? Ja. Ja. Okay, wir moven das Telepad. Muss ich mal gerade Geld bezahlen? Kriegen wir hin. 25.000. Gerade bezahlt, alles klar. Debt free. So, nice. Okay, das haben wir schon mal. Das heißt, wir werden jetzt. Wir müssen da unten hin, ne? Ja, wir müssen wieder fahren. Mit dem Boot erstmal. Dann haben wir da ja das Telepad. Dann können wir da so hin teleporten. Ich werde da mal das Nordic-Gedöns hinbauen. Ist natürlich nicht fertig, aber erstmal gucken. Schauen wir uns mal das Ganze an, würde ich sagen. So, ich nehme ein kleines Helferlein.
Was leider nicht so schnell ist, aber ist okay. Dann fahren wir da mal rüber. Dann bauen wir mal gerade ein bisschen aus. Dann haben wir die Gästehäuser dann auch mal langsam Stück für Stück bestückt. Werden ein oder zwei, werde ich mal gucken. Also ich werde jetzt hier was rausnehmen. Ja, habe ich was rausgenommen. Das werde ich jetzt mal einbauen. Das Telepad da hinsetzen. Dann gehen wir zurück und bauen dann vielleicht mal hier noch in der Stadt das Gästehaus oder sowas ein bisschen. Ich bin am überlegen, Rattan und so. Vielleicht könnten wir das ja so ein bisschen theme-mäßig machen. Indem wir das nehmen für... wie heißt es? Für den Dschungel mäßig, also für Urlaubsflair, hätte ich es beinahe gesagt. So, wir müssen einen großen Bogen fahren hier. Oh Mann. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. So, da lang. Ich hoffe, das geht. Jetzt einfach straight nach unten, hoffe ich mal. Dann kommen wir da noch ein bisschen weiter. Dann haben wir da nämlich sozusagen für den Winter, hätte ich bei dir gesagt, dann Urlaubsziel. Wäre cool, wenn es da wirklich Schnee geben könnte. Und wir haben für die Sommerzeit haben wir da noch was. Und zwischen den Jahreszeiten sind wir immer mal rotieren hier. So. Nicht richtig? Ja, sieht schon ganz gut aus. Einfach straight die Richtung weiterfahren, dann passt es schon. Ah, jetzt ja, eine Insel. Sind wir da richtig? Wo habe ich denn gebaut? Ich glaube hier, ne? Ja, da steht das Häuschen schon, alles klar. Wir müssen da unbedingt mal einen Steg und sowas bauen dann. Da steht das Häusle. So, da ist es schon. Jetzt muss ich wieder runterbuddeln, damit wir hier wieder runter hochkommen. So, da ist das Häuschen schon. Das Telepad stellen wir mal hier hinten hin. Irgendwie. Ja. It's a good place, ja. Kommt's da hin, passt schon. So, dann richten wir mal das Häuschen ein, ne? Boah, das sieht aber ein bisschen Ufer aus. So, dahin. Sieht sogar ganz okay aus schon. Okay, hier haben wir noch zwei Stühle und eine Bank. Müssen wir da hin? Wir brauchen aber noch einen Tisch hier, ne? Ein Tisch ist noch nicht da. Das fehlt noch. Nordic Floor. Okay, das geht sogar. Gar nicht so schlecht. Ein Tisch muss hier noch rein. Vielleicht noch ein Poster an der Wand. Wir brauchen noch ein Bücherregal. Das können wir dann aber hier hinzimmern, wenn wir, wie heißt es? Wenn wir, die Dings haben. Wir brauchen allerdings noch etwas andere Wände. Vielleicht können wir zu Melvin gehen und gucken, was wir da noch so kriegen können. So, habe ich noch irgendwas? Nee, ne? Das war eine Basic Wooden Floor. Den können wir eigentlich wegmachen. Den brauchen wir nicht mehr. Den braucht keiner. Ich lasse es erstmal hier stehen, weil wir müssen sowieso nochmal hier ein paar Mal hochklettern oder runterklettern. So, jetzt müssen wir wieder weiterfahren. Also zurückfahren, sagen wir es mal so. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Also das Nordic-Themed-Dingen ist schon mal ganz, ganz interessant. Ich bin gespannt. Dann, ja, wir fahren zurück, wie gesagt. Suchen uns nochmal ein paar neue Möbel raus. Und, gucken uns die auch heute nochmal an. Dass wir noch eine zweite bauen. Erstmal. Ich weiß nicht genau, ob wir dann das mit Rattan machen, aber Rattan habe ich nicht so viel da. Oder ich mache das Gästehaus in der City erst noch ein bisschen fertig. Wir können ja bei Melvin erstmal reingucken dann. Wir müssen ja eh dahin. Dann gucken wir mal. So, die Fahrt dauert natürlich ein bisschen. Aber unser Jetski ist jetzt nicht das schnellste Gefährt.
Aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. So, Heilsicht. Okay, ist hier richtig? Boah, das ist noch ein ganzes Stück zu fahren. Uff. Also mal eben ist es nicht gemacht hier. Aber wenn wir das Telepad da haben, dann ist es schon mal einiges angenehmer. Ist natürlich schade, dass es da oben nicht mehr ist bei mir, weil ich mochte das vor der Haustür. Aber wenn das Gästehaus so weit weg ist für unser Urlaubsdomizil für den Winter, ja, das ist ein bisschen schwierig. Dann ist das Telepad dann doch wieder ein bisschen weiter. Ich hoffe mal, dass wir da noch ein Telepad kriegen später. Ich hätte gerne so zwei, drei Telepads. Da sind wir schon. Das wäre schon ganz nice. Ich packe erstmal hier vorne. Boah, stoppen kurz Insta, ne? So, das ist ja gepflanzt. Das läuft auch alles gut. Was wollte ich jetzt? Achso, Melvin. Melvin ist hier drüben. Schauen wir mal. Melvin ist hier drüben. Hat Melvin überhaupt offen? Jo, Melvin hat offen. Was haben wir denn hier? Wooden Couch. Was haben wir hier? Brick Wall. Grass Floor. Ja, das ist ja nicht so pralle. Also irgendwie hast du jetzt nicht so... Flanell. Dainty Bedside. Nee, danke. Mach's gut. Das ist ja nicht so das Gelbe vom Ei. Okay. Ja, da gucken wir gerade mal, was wir noch so finden können in unserer schnuckligen Kiste. Bauen wir ein bisschen was rein. Heute, ich hatte ja überlegt, ob ich eine längere Episode mache, aber ich schaff's heute leider, aber nicht eine längere Episode zu machen. Ich muss halt wieder eine kurze Episode machen. Wahrscheinlich sogar noch kürzer als letztes Mal, weil die Zeit einfach drängt. Ich habe einfach keine Zeit im Augenblick, ey. Das ist ein bisschen frustrierend gerade. Ich hoffe, dass ich das am Wochenende ein bisschen nachholen kann dann. So, schauen wir mal. Green Bedside Table, Red Barstool. Wir könnten natürlich sowas wie Bankbettmäßig probieren. So ein bisschen WG-Style vielleicht. Rattanfloor. Ich bin gerade überlegen. Könnten wir probieren. Sollen wir WG-Style mal probieren? Wir können es ja mal ausprobieren. Wenn es kacke ist, können wir es ja immer noch umbauen. Also Bankbett. Green Bedside Table. Barstuhl. Müssen wir mal angucken. Gamut Bench ist für draußen. Könnt ihr ja mitnehmen. Bauen wir mal draußen auf. Cube Wall. Gucken wir uns mal an. Nordic Coffee Table. Da ist ja doch der Nordic Coffee. Ach, verdammt. Ja, morgen. Nächste Episode dann. Wir können ja hinporten. Dann ist kein Problem. Dann lass es im Inventar. Dann weiß ich Bescheid. Passt schon. So, dann kriege ich auch wieder ein bisschen Platz in den Schränken. Das ist ganz toll eigentlich. Ich finde auch super, dass es heute regnet, weil dann brauche ich nicht großartig viel machen. Haha. Rattan, wir machen Rattan mal hier hin. Hätte ich mir dann noch rausnehmen sollen da drüben, ne? Muss ich gleich nochmal machen. Dann sammle ich mir alle Rattan-Sachen mal ein und dann gucken wir uns die ganze Geschichte mal an. Dainty Bed, Darkwood, Basic und Floor. Basic könnte ich ja mal wegschmeißen, weil Basic braucht keiner. Green Bookshelf. Green Brick, nee. Blue Pattern. Cube Wall. Dark Wood Bedside. Style Straw. Pink Bookshelf. Basic Marble. Minimalistic Couch könnte noch ganz interessant sein. Das ist für draußen. Rattan Coffee Table. Hier, haben wir nur zwei Rattan Sachen? Das wäre aber ein bisschen mau. Hier ist nur ein Rattanstuhl, ne? Jo, Rattanstuhl. Eine stylische Lamp. Man kommt auch mal in die WG mit dem Coffee Table. Tja, was mache ich sonst noch? Ist da mal noch was? Nee, sonst war da nichts mehr, ne? Warte mal, da ist noch ein Stuhl. Ein grüner Stuhl. Nehmen wir den mal mit. Da ist nix. Weißer Stuhl. Ne, weißen Stuhl behalte ich mal hier. Wir gehen mal rüber. Wir gucken mal, ob wir damit was anfangen können. Vielleicht können wir uns da ein bisschen was zusammenschustern. Erstmal
Ja, Wände bzw. Flur muss ich mal gucken. Da muss ich noch ein bisschen mehr kaufen eigentlich. Wir haben ja genug Geld. Wir können da ein bisschen was kaufen, das eine oder andere. Und mal schauen. Wir gucken uns die Hütte erstmal an. Ach ja, da habe ich ja noch meinen Schlafsack für den Notfall. Jetzt kommen hier aber Bunkbeds hin. Dahin. Bunkbed und ein Bookshelf. Ich muss echt so weit nah ranlaufen, ne? Bookshelf. Das kommt dahin. Ne, das muss anders. Warte mal. Müssen wir nochmal umbauen. Dahin. Couch dahin. Die Lampe in die Ecke. So. Ja, so sieht das doch mal gar nicht schlecht aus. Dann ein grüner Stuhl. Passt nicht ganz, ne? Coffee Table. Ich habe leider nur den. Das heißt, wir können nur den nehmen. Der steht aber ein bisschen zu eng eigentlich hier, ne? Der sieht nicht so geil aus. Alter, hier ist aber zu weit weg. Guck mal, wenn ich ihn hier hinstelle, sieht das richtig kacke aus. Was ist denn dahin? Sieht auch nicht so geil aus, aber ich weiß jetzt nicht, wie wir es sonst machen sollen. Das ist nicht so geil. Bedside Table kommt dahin. Stuhl. Ist das ein Barhocker? Jo. Das ist der, ich schäme mich und setze mich in die Ecke. Stuhl hier. So. Basic Wooden Floor. Cube Walls. Ich bin gespannt. Ui. Uiuiui. Das passt aber ganz gut eigentlich. Das passt ganz gut. Ja, machen wir erstmal so. Ist noch nicht perfekt, aber passt schon mal für den Anfang. Das kann eigentlich in den Müll. Müssen wir da hinsetzen eigentlich, ne? Passt leider nicht. Dahin. Müssen wir noch mal ein bisschen anbauen hier. Passt schon. Okay, das haben wir dann. Ja, weiß ich nicht. Den Rest müssen wir mal schauen. Das machen wir weg hier. Komm, das Basic-Gedöns kommt in den Müll. Oder, obwohl andererseits, wenn ich das mal brauche. Ne, komm, wir packen es hin in die Kiste. In die, ich brauche das Zeug nicht mehr. Und ich weiß nicht, wohin damit Kiste. Oh, kommen wir noch ganz schnell zu Franklin? Ach ne, heute ist Samstag. Halt. Jetzt zu. Okay. Ich habe schon ja gedacht, jo, wir müssen es bald 4 Uhr. Aber ne, ist ja heute Samstag. Bierrhythmus ist schon wieder katastrophale. Katastrophale? Ne, katastrophal so rum. Ich bin auch schon wieder total Banane. Merke ich gerade hier. Also, ja, wie man sehen kann. Deswegen will ich heute ein bisschen früher Feierabend machen. Es ist einfach, ich brauche ein bisschen Pause. Ich hoffe, dass ich zwischendurch mal ein bisschen was aufnehmen kann, wenn ich mal ein bisschen Luft habe. Dass ich euch mal ein bisschen was zeigen kann oder machen kann. Ein paar Ideen. Wir haben jetzt gerade ein paar Ideen fließen lassen. Ich hoffe, das ist okay. Das räume ich jetzt gerade noch weg und dann, ja, soll es das mal gewesen sein. Dann muss ich eine ganz kurze Episode machen, aber das tut mir echt leid. Das ist ein bisschen frustrierend, aber ich schaffe es einfach nicht. Ich schaffe es im Augenblick einfach nicht. So, wir gucken mal gerade. Was sagt denn hier unser? Wir können ernten. Das könnten wir gerade noch machen. Wie es regnet ja, ne? Das wächst erstmal, das ist gut. Ja, komm, wir ernten mal gerade die Bohnen hier noch weg. Das wäre ich auch bald durch, ne? Oder? Ja, dann gucken. Was haben wir denn jetzt? 21. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Bisschen haben wir noch. Ich muss mir mal überlegen, was ich mit den ganzen Bohnen mache. Ey, oder ich muss das Zeug mal verkaufen. Die sind noch gar nicht reif. Ach, guck mal, na schau. Mal einer Schau. Die sind noch gar nicht alle reif. Ich dachte, die sind schon alle reif. Pustekuchen. Die Kartoffeln sind aber fertig. Kann ich hier noch was einpflanzen? Ich glaube, eine Charge kriegen wir noch hin. Aber dann ist Ente. Okay.
Potato. Ja, machen wir dann Potatoes nochmal hinkommen. Potatoes. Okay. So, was haben wir auch noch? Da haben wir noch ein bisschen was geschafft. Ich hoffe, das ist okay. Es ist echt eine verdammt kurze Episode hier. Kurz am kürzesten. Ich hole das Zeug noch kurz weg. Aber ja, mehr schaffe ich einfach nicht. Ich schaffe leider nicht mehr. Es ist nämlich einfach zu spät. So, das gluckert noch vor sich hin. Das ist gut. Das räumen wir dann mal rein. Da können wir in der nächsten Episode noch den Kram, den ich jetzt hier noch in meinem Inventar habe, einsortieren bzw. einbauen. Und dann, was muss ich dann machen? Muss ich irgendwas bauen? Warte mal. Craft a new tool. Ja komm, wir probieren noch schnell ein Tool zu craften. Ein Billow-Tool. Habe ich noch ein Billow-Tool hier? Was könnte ich denn craften? Ein Billow-Tool. Was machen wir denn? Spitzhacke brauche ich eigentlich nicht. Scythe. Hier, die können wir vielleicht. Tinbar und Palmwood. Kriegen wir hin. Tinbar. Palmwood. Die ist ja perfekt. Aber das wieder begradigt. Bam. Wir haben noch ein paar Punkte gekriegt. Und Auftrag erledigt. Nice. So, jetzt muss ich aber definitiv in die Haie. Wir müssen ja auch noch ein bisschen umräumen. Das machen wir dann aber in der nächsten Episode. Call it a day, ja. Ich sag jetzt mal danke fürs Zuschauen. Es tut mir leid, wie gesagt. Ich hoffe, ich kriege das am Wochenende wieder nachgebügelt irgendwie. Ich hoffe, das ist okay für euch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.